Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Kölner Treff. Zur ersten Sendung im Jahr 2019 und es wird ein gutes Jahr. Vielen Dank hier in Köln im WDR-Studio. Meine Gäste heute, eine tolle Runde. Seine Rolle war eigentlich immer der lustige Dicke. Aber irgendwann war Schluss mit lustig bei 180 Kilo, ich darf es verraten. Über sein neues Leben spreche ich Halbfettzeit mit dem Schauspieler Tietjen Mierendorf. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Von Hunden fühlte er sich immer verstanden, aber vor allen Dingen versteht er die Vierbeiner. Und über das schöne, manchmal aber auch schwierige Verhältnis von Mensch und Hund spreche ich mit dem Hundeverhaltenstherapeuten Massi Samin. Herzlich willkommen mit Fritz. Richtig. Ihre Rolle in dem Zweiteiler Die Inselärztin verlangte ihr so einiges ab. Unter anderem das Überwinden ihrer Wasserphobie. Eine spannende Geschichte und ich freue mich sehr, dass sie nach Jahren einmal wieder hier ist. Denenesh Sudeh, wunderbare Schauspielerin. Herzlich willkommen. Als Kind erkrankte er an Knochenkrebs und verlor sein linkes Bein. Aber er war einfach nicht zu halten, vor allen Dingen sportlich nicht. Jetzt bestieg er 2018, im vergangenen Jahr, den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo. Ein Abenteuer mit Krücken. Tom Belz, ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen. Und noch eine unglaubliche Geschichte. Auf der Opernbühne wird sie mittlerweile international gefeiert. Aber ihre Gesangsausbildung begann sie sehr spät. Sie war Hebamme und fing erst mit Ende 20 an, auf ihre Stimme zu setzen. Ich freue mich auf den Opernstar Catherine Foster. Herzlich willkommen. Und bei den nun folgenden Namen denkt man schlicht und ergreifend an Schauspielkunst. Ich sage nur Thalbach, ich sage nur Katharina und Nelly. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns für zwei entschieden. Eigentlich müsste es ja eine Dreiheit sein. Und das sind auch drei Generationen. Katharina Thalbach, Anna Thalbach, Nelly Thalbach. Man hat den Eindruck, Männer sind bei euch unterrepräsentiert. Na, sie sind schon notwendig, aber sie sind, ja nicht da, ja. Sie sind eher ein Luxus. Den man sich gelegentlich leistet? Nein, oh nein, ich habe da einen regelmäßigen Luxus zu Hause. Das ist, also ich bin da sehr, ein sehr Luxus. Nein, nein, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Wir sind dem Luxus sehr treu. Ja. Ja, sagen wir es so. Das hast du schön formuliert, Mensch. Dankeschön. Das ist ja, ich habe mich gefragt, du bist sehr jung Großmutter geworden, Katharina. Ich bin nur jung Mutter geworden. Ja, auch das, ja, das gehört. Ich war 19, mit 19 bin ich Mutter geworden, also schwanger geworden bin ich mit 18. Mit 19 kam sie raus. Und dann wurde sie mit 21 schwanger und ich wurde mit 42 Oma. Och nee, Oma ist so ein Wort, das mag ich. Nein, Oma ist herrlich. Ja, ist. Also, ich hab Nelly, das, also von Anfang an, bitte nenne mich Oma. Weil ich finde das, ich bin da so stolz. Ich wäre gern noch früher Oma geworden. Ich muss jetzt deiner Tochter sagen müssen, aber ich habe mich gefragt. Hab ich auch. War, hat ja nicht auf mich gehört. Als Nelly kam, war sie eigentlich sozusagen deine späte zweite Tochter? Nee. Oder wird sie das erste Enkelkind? Es war mein Herz. Blatt. Oh. Woran hast du, Nelly, die du auch Schauspielerin geworden bist, gemerkt, dass Katharina so gerne Großmutter ist? Das wusste ich schon immer. Das hat nichts mit dem Beruf zu tun, dass meine Oma eine Oma ist aus Leidenschaft, egal wie alt sie ist, das war klar. Die sah aber gar nicht so aus. Nee, war immer eine richtig sexy Oma und ist sie immer noch. Also, hallo. Was ein Gesicht. Es war ja auch so, dass Katharina ganz viel mit dir gemacht hat, als du Kind warst, auch als Landkind. Und bei Katharina war es ja so, dass, ich glaube, das ist richtig, du bist einfach mitgelaufen. Dein Vater, Benno Besson, deine Mutter, eine Künstlerfamilie, du bist im Theater groß geworden. Naja, aber da war auch schon Matriarchat angesagt, weil ich habe auch nie mit meinem Vater gelebt. Ich habe sehr viel mit meinem Vater gearbeitet und habe Gott sei Dank durch ihn sehr, sehr viele Geschwister bekommen, später aber.
ich habe ihn halt im Theater erlebt. Nie als das Vatersein fand ich nie so interessant bei ihm. Er war ein genialer Künstler und ein genialer Regisseur. Bist du eigentlich erzogen worden oder bist du einfach mit groß geworden in dem ganzen, in der ganzen Umgebung? Ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich darüber nie nachgedacht, weil meine Mutter ist ja sehr früh gestorben und ich wollte, bei meinem Vater habe ich nicht gelebt und Wer hat dich denn überhaupt erzogen? Niemand. Ach so. Also, dann geht's ja. Ich weiß es nicht. Das Museum, keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe meine Großmutter auch sehr geliebt, aber die war wiederum im Westen. Das ist jetzt sehr kompliziert, wenn ich das wirklich erklären müsste. Ja, das ist ja auch eine riesige Familie. Müsste. Und es wird demnächst eine Premiere geben. Da ist der ganze Clan versammelt. Da könnte man hier das Studio vollkriegen. So viele Schauspieler und Schauspielerinnen sind dabei. Ja, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es spielen ja meine gesamten Geschwister mit, bis auf eine. Die Sängerin ist in Nashville. Ansonsten spielen wir alle mit, also meine drei Brüder und Nelly spielt mit, meine Tochter spielt mit, das sind schon mal also da fünf, mit mir sind wir dann sechs, dann meine andere Schwester hat es übersetzt vom Französischen ins Deutsche, die eine Stiefmutter, die das Stück geschrieben hat, Colline Serrault, die man vielleicht kennt von Drei Männer und ein Baby, die hat das Stück geschrieben und inszeniert es jetzt. Und dann spielt noch Johanna Schall mit, das ist die Enkeltochter von Brecht. Und deren Schwester macht die Kostüme. Und unsere Mütter, also die von Johanna und meine Mutter, die waren ganz eng befreundet nach dem Krieg bei Brecht. Ich könnte es noch weitermachen, aber es ist echt. Fahrt ihr mit einem Bus zum Theater? So ein Familienbus? Nee, Gott sei Dank wohnen wir getrennt. Also das ist vielleicht aber feiert zusammen. Aber feiert zusammen. Wir haben Weihnachten haben wir natürlich zusammen gefeiert. Das war sehr voll und sehr gesangreich. Aber wir sind jetzt in den Tofen, in den Endproben. Und das ist, Premiere ist am 20. In Berlin im Schillertheater, Hase, Hase. Aber nochmal die Frage. Ich darf vorstellen, das ist Marie Hase und ich bin Hase, Hase. Wir haben ein Foto von Hase, Hase. Ja, weil sie ist wirklich im Stück meine ältere Schwester. Ich bin die Älteste von uns. Ja. Aber das bist jetzt du. Ich sehe mich nicht. Wo? Da. Ah ja, das bin ich jetzt, ja. Das sieht man ja deutlich an den Zähnen. Ja, ich habe sie mitgebracht. Ehrlich? Ja. Oh. Das macht dich schüchtern. Ich muss mal sagen. Nelly, hat sich deine Großmutter dadurch ausgesandt, dass sie sehr viel Quatsch mit dir gemacht hat? Meine Oma? Ja. Hier, ja. Ette. Ja. Hätte? Ja. Da wurde es Ette habe ich gesagt, das sagt man hier so. Wenn ach so, sorry, ich komme aus Berlin. Der so solche Zähne hat. Ja, eine Menge Quatsch hat sie mit mir gemacht. Anna auch. Ich glaube, ich komme aus der albernsten Familie. Das kannst du so nicht sagen. Wie war es dann also zum ersten Mal? Ihr habt mehrere Theaterstücke schon zusammen gemacht. Ihr habt einen Film zusammen gedreht. Wie ist es dann, wenn die eigene Großmutter, die eigentlich wenig Wert auf Konventionen legt im privaten Bereich, wenn die dann im Theater der Chef ist? Das ist total okay. Das ist ja wie bei Kathi genauso. Dadurch, dass man so aufgewachsen ist und das so ein Leben ist sozusagen, das ist was ganz Natürliches. Und es ist schön, dass das bei uns irgendwie so funktioniert, dass man das auf eine total liebevolle, respektvolle und schöne Art und Weise trennen kann. So ganz einfach. Wie bist du eigentlich damals mit deinen Schulkameraden und Schulkameradinnen, dieses Wort sagt man immer noch, Schulfreunden umgegangen? Weil du ja aus einer Ecke kamst, die vielleicht ganz anders war als die bürgerlichen Familien in Berlin. Ich habe das nie so wahrgenommen, weil ich sehr bodenständig erzogen wurde und das nicht so ein Thema ist. Und in Berlin ist ja generell auch eine Stadt, wo du viele, viele bekannte Leute hast und siehst. Und das ist ja eh eine Künstlerstadt. So. Da ist man jetzt nicht so der komplette Exot, aber ich habe das einfach nicht probiert, so nah an mich ranzulassen. Und auch man darf nicht davon ausgehen, dass man erstmal anders behandelt wird. Warum wolltest du unbedingt mit 15 auf ein Internat? Man sollte ja meinen, du hattest... Mit 12. Mit 12 schon? Ja, ich war von 12 bis 17. Ach, das ist ja krass. Internat, ja. Jetzt hattest du eigentlich alle Freiheiten, du hattest eine halbwegs verrückte Familie. So, also ja. Eine verrückte Künstlerfamilie, so ganz toll. Eine Oma, die viel Quatsch mit dir macht. Ja. Und dann willst du auf ein Internat? Naja, die waren halt viel weg und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Grundschule, ich hatte damals schon so ein anderes Verständnis von Zusammenleben, Freundschaft, Zusammenhalt. Ich habe wahrscheinlich zu oft Stand by Me geguckt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und habe so tolle Geschichten über das Internat gelesen und dann dachte ich mir, ja, warum nicht das mal ausprobieren? Meine Eltern sind eh viel weg, why not? So, ja. War die Familie, Katharina, so ein bisschen verwundert, dass die Kleine mit 12 Jahren weg will in ein Internat? Hast du da, die will jetzt in ihre Ruhe haben? Ich fand es gut, ehrlich gesagt. Also, weil
Ich wäre, wenn ich gekonnt hätte, auch gerne aufs. Ich habe immer natürlich andere, ich habe nie Stand By Me gesehen. Ich habe Trotzköpfchen gelesen und da gab es auch mal das Internat und ich fand das auch immer toll, aber ich war nie auf dem Internat. Deswegen dachte ich, wenn sie das unbedingt will, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Man hat den Eindruck, vorhin, als ihr gekommen seid, dass ihr ein sehr nahes, auch ein sehr nah körperliches und schmusiges Verhältnis habt. Schmusig. Das muss man doch jetzt hier nicht erwähnen. Das ist doch wirklich so. Ganz, ihr habt es so ganz, ganz warm auch so angefasst, an Händen gefasst und so. Das ist ja nicht unbedingt so verbreitet zwischen Enkelin und Großmutter. Ja, sie behauptet ja auch mal, ich beschwere mich immer, dass sie mich so selten anruft. Wir sehen und uns so oft. Das finde ich nicht. Ich andere sind ihre Oma einmal im Jahr. So. Ja, ich könnte dich öfter sehen. Ja, ich weiß. Da ist es wieder. Da kam die Hand schon wieder rüber. Ah, wir sind halt, wir haben uns halt gerne. Wir mögen uns eben. Ja. Das ist ja wirklich irre, dass in einer Familie fast alle diesen künstlerischen Beruf einschlagen. Ich weiß nicht genau, wie das bei Ihnen ist. Sie kamen ja mit Ihrer Familie aus Afghanistan, das war eine Flucht und Sie haben zwei Geschwister. Richtig. Sind die ähnlich, die drei, zu denen Sie gehören, oder sind die ganz auseinander? Alle drei völlig unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Also es ist meistens so mit den Geschwistern, ne, dass die völlig unterschiedlich irgendwie groß werden, obwohl wir dieselbe Erziehung genossen haben, dieselben Eltern haben, hoffe ich zumindest. Ansonsten, ja, tatsächlich sind wir völlig unterschiedlich gewachsen. Und wie ist das bei Daniel Nash, wie ist das bei dir gewesen? Sind da mehr in künstlerische Richtung gegangen oder in bürgerliche? Na, ich bin das einzige schwarze Schaf in der Familie. Also die anderen sind alle meinen Eltern gefolgt in der akademischen Laufbahn so, und ich hab die Kunst gewählt. Aber erfolgreich. Muss es sich durchsetzen? Ja, ich musste mich durchsetzen. Die Eltern zu überzeugen? Ja. Nee, die anderen haben damit gar nichts zu tun. Das ist bei euch, ist ja tatsächlich so, dass ja dieser Riesenclan, der dann da ist, gibt es in so einem Clan nicht auch immer so kleine Eifersüchteleien? Wer ist enger beieinander? Nee, wirklich gar nicht. Erstens mal muss man wirklich dazu sagen, das klingt jetzt so schön. Und ich glaube, das wird auch sicher bis, also wir werden es ja en suite spielen in Berlin am Schiller Theater und dadurch haben wir jetzt wirklich drei sehr kompakte Monate dann zusammen gehabt, wenn wir dann bei der letzten Vorstellung angelangt sind. Und also der eigene Bruder Pierre Besson, der spielt meine Mutter oder unsere Mutter. Ja. Also es ist, das lässt uns natürlich enorm zusammenwachsen. Da haben wir gar keine Zeit für Eifersüchteleien, sondern eher im Gegenteil, wir freuen uns aneinander. Man unterstützt sich eher, ja. Also es ist, nee, das gibt's. Also ich muss dazu sagen, dass ich also das sowieso nicht so schätze bei der Arbeit, dass wenn das durchsetzt ist von Eifersüchteleien, dass, ob man jetzt verwandt ist oder nicht. Ich halte das nicht für besonders produktiv. Ja. Und das ist auch meine Lebenszeit, die man dort verbringt mit Leuten. Warum soll ich da wirklich, nur weil mir jemand auf die Nüsse geht? Ich finde wirklich, wenn er eine anständige Arbeit macht, dann finde ich, muss man das achten. Und das ist ja bei uns auch nochmal durchwachsen. Es sind ja nicht mal alle Schauspieler dabei. Also unser einer Bruder, der mitspielt, Philipp, der ist eigentlich nur Regisseur. Der ist so nervös, jetzt schon, dass wir also eher Angst haben, dass der nicht hyperventiliert bei der Premiere. Der freut sich aber jetzt, wenn er es sieht. Ja, ihr sollt es ja nicht gucken, das verbiete ich. Unser anderer Bruder, der spielt es, der kommt ja aus Paris, der spricht auf der Bühne zum ersten Mal Deutsch. Und der macht da einen deutschen Rap. Also das ist, auch der wird, glaube ich, äußerst, also wir müssen uns eher moralisch unterstützen. Das geht gar nicht mit Eifersüchteleien. Was hast du, Nelly, von deiner Großmutter am meisten gelernt oder was hat dich am meisten beeindruckt, immer seit du sie kennst? Humor. Humor und Stärke, kann ich immer nur wieder sagen. Dass ich glaube, das ist so das, worüber ich immer so dankbar bin, wenn ich mal irgendwie auch mal einen kleinen Durchhänger habe und mir denke, ey, nee, ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht so weichgespült groß geworden bin. Und für den Humor. Hey, danke. Katharina, die Große, überstrahlt. Dann drehe ich die Frage rum. Was schätzt du an deiner Enkelin besonders? Dass sie seinen Humor hat. Gib mir. Die hat einen enormen Gerechtigkeitssinn. Und sie ist so weich, wie keine Seide sein kann. Ich liebe sie. Wow.
Nelly, du hast aber trotzdem am Anfang verschiedene Jobs erstmal ausgeübt, um auch ein bisschen Kohle zu verdienen oder so. Also alles, du hast gekellnert, du hast dieses und jenes gemacht, du hast bei Kaisers an der Kasse gesessen. Waren das dann auch so Optionen, ach, vielleicht gehe ich doch nicht in den Beruf meiner Mutter und... Voll, ich hatte das ja tatsächlich nicht vor. So, das hat sich bei mir so entwickelt über die Jahre. Ich bin auch noch nicht komplett fertig. Also jetzt, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es machen möchte. Und es ist nochmal auf jeden Fall eine andere Sache als vor 5 Jahren. Aber damals war das erstmal nicht klar. Warum auch immer. Und ich wollte erstmal arbeiten. Aber ich denke, bei Kaiser an der Kasse ist auch anders ein ganz schön harter Job. Muss man Sachen ausprobieren. Definitiv, auf jeden Fall. Und das muss man auch können. Es kann nicht jeder hinter der Kasse sitzen. Das habe ich auch gelernt. Und hast du es gekonnt? Nein. Definitiv nicht. Was fehlte dir? Das Durchhaltevermögen, die Kraft, das weiß ich nicht. Also das war so viel. Man muss sich auch diese Nummern merken, um da wirklich einen Rhythmus reinzukriegen. Du musst auch einen Rhythmus erstmal finden für dich irgendwie. Und es kommt immer auf die Zeit dann, um die du arbeitest. Von 12 bis 14 Uhr ist auf jeden Fall eine üble Zeit. Weil alle 12 bis 14 Uhr ist eine üble oder 16 Zeit. Uhr, ja, da kommen bestimmte. Ach, du meinst jetzt wegen der Klientel? Wegen dem Klientel, ja. Ach so. Wer kommt denn zwischen 12 und 14 Uhr? Ja. Die Gestressten in der Mittagspause. Die Gestressten in der Mittagspause, genau. Die nicht bei der Arbeit sein müssen. Das, kannst du die Lache deiner Großmutter nachmachen? Was? Oh Gott. Nein, bitte nicht. Wenn du eine Tochter hast, die in deinen Beruf geht, wenn du eine Enkelin hast, die in deinen Beruf geht, was ist deine größte Sorge? Ob sie es wirklich schaffen? Ich wollte weder bei meiner Tochter noch bei meiner Enkeltochter, dass sie diesen Beruf machen. Ich habe das bei beiden nicht gewollt. Das wurde wirklich über meinen Kopf entschieden. Nee, das ist alles so passiert, würde ich sagen. Philipp hat mich tatsächlich also ins Theater geholt, der aufgeregt. Also mein aufgeregter Bruder, als er Regie gemacht hat. Da hat er dann Nelly gefragt und ich... Ja, gut, und Nelly hat ja gesagt. Und dann war es einfach so, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, irgendwas ist ja da, als ich sie beobachtet habe. Und dann haben wir es auch eben mal mit einer anderen Rollenverteilung probiert, also wo ich Regie mache. Und da haben wir eben Tennessee Williams, Glasmenagerie, habe ich gemacht mit ihr und Anna, wo ich gar nicht mitgespielt habe. Und irgendwann hat sie mich dann noch überzeugt und sie ist, vor allen Dingen kann sie was einstecken, sie ist eine ganz gute, harte Arbeiterin und das schätze ich sehr. Ein Herz und eine Seele. Katharina Nelly Thalbach. Merci. Ein schönes 2019 für euch. Ich habe mich gefragt, als ich zum ersten Mal Fotos gesehen habe von dem verschlankten Tietje Mierendorf, ob er jetzt wohl öfter in den Spiegel guckt. Ohne es zu merken. Ich gucke oft versehentlich in den Spiegel und erkenne mich nicht. Das passiert in der Tat. Ach, also es dauert ein bisschen. Ja, es gibt da auch eine ganz gruselige Geschichte dazu. Wir hatten bei eBay mal so einen Spiegel verkaufen wollen. Also wir hatten ja unser Kind dann damals bekommen, vor 6 Jahren. Und haben dann die Spiegel, an die sie rangekommen wäre, abgenommen, wegen Unfallgefahr und so weiter. Und der ist dann auf dem Dachboden gelandet. Und da wollten wir den nach Jahren mal wieder bei eBay verkaufen. Und haben den dann runtergeholt. Der Käufer hat uns dann versetzt und haben gedacht, ach, eigentlich macht das Spiegel sich ganz gut und Emma ist jetzt auch alt genug. Und haben den da hingehängt, direkt gegenüber der Schlafzimmertür. Dann bin ich am nächsten Morgen aus dem Schlafzimmer rausgekommen und ging sofort in Gefechtsstellung, weil ich dachte, da steht ein Einbrecher vor mir. Und habe mich so erschreckt und bin dann echt so zusammengesackt und habe angefangen zu weinen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur komisch. Nee, überhaupt nicht, weil ich mich so erschreckt habe. Ich habe mich nicht erkannt. Es ist also auch komisch, natürlich, die Situation, klar. Aber es lag daran, dass, ich habe das vorhin schon mal einfach so gedacht, ja, dass sie heute fast die halbe Portion sind. Ja, bei 60% ungefähr bin ich jetzt, ja. Das, wenn man das muss ich wirklich mal nochmal, wir kennen sie ja alle als den lustigen Dicken aus vielen, vielen Sendungen und Musicals. Wenn wir die Fotos sehen, diese beiden, dann sind das 2 Menschen. Wenn nicht 3. Wann war Schluss mit lustig? Schluss mit lustig war am 14. Februar 2014.
Genau abgespeichert. Was war genau abgespeichert. An dem Tag passiert? Mein zweiter Geburtstag. Einen Tag vorher hatte ich im Internet zufällig, ich hole noch mal ein bisschen aus. Mhm. 2012 wurde meine Tochter geboren. Mhm. Und da war schon so ein Wechsel im Kopf, dass ich dachte, wow, jetzt bin ich verantwortlich für einen Menschen, für eine Familie, die ich zu versorgen habe. Im selben Jahr ist Dirk Bach gestorben. Und das waren so zwei Ereignisse, die mich echt zum Nachdenken brachten. Wie viel haben Sie gewogen, wenn ich fragen darf? In der Spitze wahrscheinlich 180 Kilo. Also 174 war der höchste gemessene Wert. Aber 180, also es war noch deutlich drüber. Vielleicht waren es auch 175. Nach 174 sind Sie nicht mehr auf die Waage. Es gab ja keine Wagen mehr, die das hätten messen können. Ah ja, stimmt. Ich habe weder beim TÜV noch beim Schlachthof gearbeitet. Insofern, okay. Das war schwierig. Ja. Dann an diesem 13. Februar 2014 habe ich dann im Internet zufällig so einen Lebenserwartungstest gesehen und dachte mir, okay, machst das mal mit, war irgendwie von so einer Uni rausgegeben. Das heißt jetzt nicht nur so ein Facebook-Test, so wenn du eine Stadt wärst, wärst du dann ja. Sydney, New York, sondern halt was Seriöses. Und da kam raus, okay, Sie haben noch eine Lebenserwartung von 2 Jahren. Was? Da waren Sie wie alt? 42. Okay. Und hatte eine 2-jährige Tochter. Und vor allem wegen der Kreislaufbelastung, die Sie Ihrem Körper zumuten durch das Übergewicht. Genau, und Diabetes kam dazu, dann halt mein Lebensstil insgesamt, also jetzt kein Alkohol oder Drogen oder sowas, aber kein Sport, Vorerkrankung in der Familie und so weiter und so fort. Und da kam dann eben raus 44, obwohl ich nicht gesoffen, nicht geraucht habe. Und in der folgenden Nacht hatte ich dann einen Traum, wo ich dann meine Tochter gesehen habe, die mit dem Fahrrad davongefahren ist in unserem Park. Und hatte das Radfahren endlich gelernt und Mama lief dann auch daneben und hat sich gefreut, dass es endlich geklappt hatte. Und daneben lief dann der Familienvater und das war nicht ich. Das ist echt wahr, so ein Traum, so ein realistischen Traum. Das war richtig. Also Sie haben sozusagen ja. Ihren Tod vorweg geträumt. Unfassbar plakativ, dieser Traum. Ja. Und dann bin ich halt wirklich aufgewacht und dachte, okay, der Vater war nicht ich, ich wurde ausgetauscht und es war BAM! Und da wusste ich, okay, Schluss mit dick sein, ich will leben, ich will für meine Familie da sein. Das ist natürlich, wenn man so ein Gewicht mit sich rumschleppt, eine Mammutaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht ja nicht innerhalb von 4 Wochen, frisst die Hälfte. Das funktioniert nicht. Wer hat Sie beraten? Niemand. Am Anfang zumindest. Ich wollte ja psychologische Hilfe haben. Ich hatte ja unzählige Diäten in der Vergangenheit schon hinter mir und waren auch alle toll erfolgreich. Innerhalb kurzer Zeit habe ich 15, 20 Kilo abgenommen. Aber dann wieder in alte Muster, bin ich wieder in alte Muster gefallen. Und hatte mehr Gewicht drauf als vorher. Und ich wollte Hilfe haben, habe mich in verschiedenen Praxen gemeldet, aber eine hat gerade mal reagiert, die gesagt hat, tut uns leid, wir haben nichts, probieren Sie es in einem Jahr nochmal. Dann habe ich gedacht, ich habe 2 Jahre Lebenserwartung, ich kann jetzt nicht ein Jahr auf einen Therapieplatz warten. Dann war ich noch in einer Adipositas-Klinik, die wollten mich dann gleich operieren und dann gesagt, ja, wir brauchen noch für die Krankenkasse so ein psychologisches Gutachten, machen Sie sich keine Sorgen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann habe ich gedacht, aber genau das will ich doch, psychologische Hilfe. Habt ihr aber nirgendwo bekommen. Und dann habe ich dann mich gegen die OP entschieden und habe dann mich wirklich hingesetzt und mit mir selbst auseinandergesetzt, was um alles in der Welt hat dich so fett gemacht. Herr Mierendorf, Sie haben, glaube ich, 2006 Ihre Frau kennengelernt. 2004. 2004 schon. Ihre Frau ist Fitnesstrainerin. Hat, ja. Jackpot. Ich meine, hat Ihre Frau Ihnen nicht zugesetzt, bevor dieser Einschnitt passierte und gesagt hat, du musst was tun? Am Anfang schon, aber ich habe das immer abgeblockt, weil ich dachte, okay, du hast mich so eingekauft, wie ich bin. Und wenn du mich jetzt verändern willst, dann liebst du mich nicht. Also ich habe das ganz komisch hingebogen, dass ich bloß nichts machen muss. Mhm. Man darf nicht vergessen, ich war schokoladesüchtig. Wie viele Tafeln am Tag? Bis zu 10. Nein. Wahrscheinlich Vollmilch. Das ist eine beliebte Schokolade, für die jeden Tag geworben wird, ja. Ah, ja. Und die auf Kinder zugehört. Ich muss Sie mal fragen, wie Ihr Körpergefühl war. Haben Sie sich in Ihrem Körper wohlgefühlt? Tat da was weh? War das nicht hinderlich, wenn man so viel mit sich rumschleppt? Ja, natürlich war das hinderlich, aber das habe ich eigentlich alles erst in der Retrospektive jetzt gemerkt. Ich war ein glücklicher Mensch, denn Schokolade wirkt ja eben auch im Gehirn, im gleichen Zentrum wie auch Kokain. Es ist eine Droge, darf man nicht vergessen. Der Zucker hat ja eine Wirkung im Körper. Und es ging mir gut, solange mein Pegel stimmte. Und ich war wieder letzte Junk. Und ich habe wirklich einen Zuckerentzug gemacht. 2,5 Wochen hat er gedauert. Und ich war aggressiv und fahrig in der Zeit. Aber natürlich, im Körper sind da unglaubliche Prozesse, die zusammenspielen. Es ist wie ein Entzug. Es ist wie ein Entzug, ja. Und mit dem dicken Körper konnte ich nicht viel machen. Ich habe mir immer gedacht, oh, ich bin gelenkig, alles geht ja. Aber Knieschmerzen gehörten für mich völlig normal beim Treppegehen dazu.
Es war normal. Und also habe ich Treppe vermieden. Ach, heute gar nichts mehr. Also heute gehe ich gerne Treppen. Ich benutze seit Ewigkeiten keinen Aufzug mehr. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich wirklich hingesetzt haben? Da wurden Sie abgelehnt, da sollten Sie ein Jahr warten und haben sich selber diszipliniert und sich überlegt, das und das muss ich machen. Ja. Was war das denn konkret? Das war konkret zum einen, dass ich mir überlegt habe, warum um alles in der Welt brauche ich diesen Fettpanzer? Denn das Übergewicht ist ja nur ein Symptom. Das ist ja nicht die eigentliche Krankheit. Das war mir schon klar. Aber ich habe gedacht, wie komme ich da ran? Und ich bin dann auch drauf gekommen, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich habe einen 4 Jahre älteren Bruder. Und der war immer sehr erfolgreich im Sport, war ein toller Fußballer. Und ich wurde immer wieder mit ihm verglichen. Ich war immer Klein Thomas und ich habe es gehasst. Und da habe ich mir irgendwann mit ungefähr 10 Jahren gedacht, wenn ich dick werde, und Schokolade mochte ich ja sowieso, also habe ich mehr davon gegessen, dann erwartet man auch gar keine Leistung mehr von mir. Mhm. Und so wurde ich dann der dicke, große, mit einer eigenen Identität. Das hat wirklich funktioniert, der Lustige. Und ich habe dann diese Rolle gespielt und alle Leute wussten genau, was sie von mir erwarten können. Der lustige, gesellige, tolle Typ. Und das ist ja bis in den Beruf weitergegangen. Also ich habe ja dann im Musical alles bedient, musste kaum Vorsingen machen. Ich wurde immer direkt angerufen, groß, dick, lustig, nehmen wir, kannst singen, super. Und im Fernsehen hat das dann ja genauso funktioniert. Was haben Sie denn danach gegessen? Das dauert ja eine ganze Zeit. Insgesamt, erstmal die andere Frage, wie lange dauerte der Prozess, bis Sie so waren, wie Sie jetzt sind? Im ersten Jahr, also wo ich dann was geändert habe, habe ich 42 Kilo abgenommen. Und dann habe ich ein Jahr etwa Pause gemacht, weil mein Kreislauf sich erstmal wieder eingrooven musste. Völlig bescheuerte Geschichte. Ich habe immer noch die Blutdrucksenker gefressen jeden Tag. Völlig gaga. Und hatte gar nicht darüber nachgedacht. Und habe mir einfach das Rezept rausgeholt. Ja, alles klar, Sprechstundenhilfe. Hier ist das Rezept. Geh in die Apotheke, holst dir die Tabletten, schluckst sie und fertig. Und mir keine Gedanken gemacht. Und hatte ständig einen viel zu niedrigen Blutdruck. Wenn ich aufgestanden bin, musste ich immer erstmal 10 Sekunden das Gleichgewicht suchen. Dann habe ich die abgesetzt und dann im dritten Jahr nochmal 26 Kilo nachgeschossen. Das ist, und das bleibt jetzt. Ja, ja. Sie haben diese persönliche Geschichte ja auch aufgeschrieben und anderen, die ein Problem haben, die vielleicht nicht so voluminös geworden sind wie Sie, aber zu sagen, so und so ist ein Weg, den jeder für sich finden muss. Ich komme zurück zu der Frage, wie Sie Ihre Ernährung umgestellt haben. Schokolade gestrichen? Ja, na klar. Also Zucker komplett gestrichen, alle verarbeiteten Lebensmittel komplett gestrichen. Und jeden Tag Sport gemacht, hatte mir die Regel gesetzt, geh jeden Tag ins Fitnessstudio, zieh dich um. Mann, was eine Disziplin. Ja, aber ich habe ja nur gesagt, geh hin und zieh dich um. Ich habe nicht gesagt, mach Sport. Ja, aber das, genau das ist der Trick. Okay. Genau das war der Trick, weil das nämlich dann dazu führte. Und dann stand ich da, war umgezogen, ja, dann kannst du auch Sport machen. Und es hat bis heute funktioniert. Also jetzt mittlerweile mache ich 2 bis 3 Mal im Monat keinen Sport, das ist schon okay. Aber ich brauche den Sport, ich will den Sport. Und das ist ein völlig neues Lebensgefühl. Wenn mir das jemand vor 3, 4 Jahren gesagt hätte, dass ich jeden Tag Sport machen würde, hätte ich gesagt, ja, alles klar. Mhm. Und in dem Buch ist es ja nicht nur irgendwie eine Biografie eines Ex-C-Promis. Es ist, im Grunde bin ich ja die Projektionsfläche für die Leute. Es ist eure Geschichte, wenn ihr das lest, weil ich Anleitung gebe, wie ihr selbst diesen Trigger eben finden könnt. Mhm. Den ich hatte durch diesen Test eben. Was macht denn Ihre Frau jetzt, die einen Dicken geheiratet hat, jetzt hast du sowas? Die hat sich beschwert, dass ich nicht mehr so gemütlich bin. Dann habe ich ihr ein Kissen gekauft, damit das nicht... Das glaube ich nicht. Ja, und ich glaube, man hat eine Ahnung davon, wie schwer der Weg auch war, wie sehr sie sich täglich zusammenreißen mussten. Wie hat denn Ihre Tochter reagiert? Deren Papa hat sich ja auch total geändert. Ja, die hat mich aber nun jeden Tag gesehen. Es war ja nicht so, dass ich irgendwie abends ins Bett gegangen und am nächsten Tag 70 Kilo leichter war. Und so, Papa, was ist mit dir passiert? Sie war ja täglich dabei. Aber sie merkt das natürlich schon, dass ich aktiver bin. Und es war ja auch damals kein Problem, irgendwie so dick zu sein. Solange sie nicht richtig laufen konnte, kam ich ja hinterher. Das war ja kein Problem. Aber jetzt können wir natürlich Sachen machen, die vorher nicht gingen. Irgendwie schwimmen gehen, klettern oder sowas. Wie würden Sie Ihr Lebensgefühl beschreiben? Was ist da anders? Alles. Es ist nicht zu vergleichen. Ich nehme keine Tabletten mehr, ich bin aktiver, ich bin fitter, ich bin wacher im Kopf, ich schlafe 2,5 Stunden weniger, die ich in Sport investiere. Ich passe in andere Autos rein, ich brauche keine Gurtverlängerung mehr im Flugzeug. Ich nehme keine Medikamente, ich kann auf dem Rücken schlafen, das ging vorher nicht. Ich habe kein Sodbrennen mehr. Gurtverlängerung im Flugzeug, hat dieses enorm Dicksein nicht auch was mit Scham zu tun? Natürlich. Wenn man lustig ist, geht man über die Scham weg. Permanent. Und ich habe ja die ganzen Gags, die man über Dicke macht, selbst abgefeuert, bevor jemand anderes das tun konnte, um mich damit zu demütigen. Da habe ich mich selbst gedemütigt, eigentlich jahrzehntelang. Und das war meine Strategie. Ich bin so lustig und ich habe überhaupt kein Problem mit meinem Übergewicht.
Und ich habe das selbst nicht mal gemerkt, dass ich mich selbst beschissen habe. Jetzt sind Sie Ihre Lebensrolle sozusagen los, der lustige Dicke. Gott sei Dank. Ja, natürlich. Aber was ist denn, wie würden Sie die neue Rolle definieren? Ach, die muss ich nicht definieren, die kommt eigentlich immer so aus mir raus. Also ich fühle mich einfach authentisch und ich war selbst sehr überrascht, was da alles an Authentizität rausgekommen ist aus mir. Wie ich angefangen habe, mich zu verändern in meiner Denkweise. Lustigerweise bin ich auch ein bisschen typischer männlich geworden. Ich weiß nicht, ob das auch mit der hormonellen Situation in meinem Körper zu tun hat. Möglicherweise. Durch das Bauchfett wird ja Östrogen im Körper mehr produziert und so weiter. Ich reagiere doch in einigen Situationen doch etwas anders als vorher. Früher wollte ich immer, dass alle mich lieb haben. Ich wollte die Leute alle lieb haben. Und heute weiß ich, hey, es gibt nur mal Arschlöcher auf der Welt. Lern damit zu leben. Es ist okay. Das könnte von Katharina sein. Ne? Egal, ob er mir auf die Nüsse geht, Hauptsache es funktioniert. Das ist schon eine irre Geschichte, muss ich sagen, die sehr, sehr beeindruckend ist. Und Sie haben sie sehr mutig niedergeschrieben und sehr offen niedergeschrieben. Und da kann ich nur sagen, oder fragen, hängen Sie Ihren Bruder beim Sport jetzt ab? Es kommt auf die Disziplin an, aber es gibt durchaus, also beim Krafttraining ja, beim Ausdauer da noch nicht. Geht Ihnen ja noch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Kathleen Foster hier ist. Sie singt derzeit an der Kölner Oper. Sie singt aber ansonsten fast weltweit. Bis nach Shanghai wird sie gehört. Und zwar nicht, wenn sie hier anstimmt, sondern wenn sie da ist. Man könnte sagen, von Bayreuth nach Bocklemünd, vom grünen Hügel ins WDR-Studio. Und ich habe ein Zitat über Sie gefunden. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es über Sie, sie springt auf die spitzen Töne mit der Leichtigkeit und Zielsicherheit eines Eichhörnchens. Ich habe noch nie die Idee gehabt, eine Wagner-Walküre mit einem Eichhörnchen zu vergleichen. Ich auch nicht. Fühlen Sie sich getroffen durch dieses Zitat? Nö, ich fand es eine ganz schöne, eigentlich eine ganz tolle Kritik eigentlich. Es ist ein großes Kompliment natürlich, ja. die Leichtigkeit, mit der Sie alles machen, natürlich, ganz klar. Sie haben eine ganz besondere Lebensgeschichte, Sie haben sehr spät mit der Musik angefangen. Und wann war überhaupt in Ihrem Leben, Sie kommen aus Nottingham in Großbritannien, wann waren Sie zum ersten Mal in einer Oper? Wann war ich eine Oper? Ich habe selbst gesungen. Vorher nicht? Nein. Ich mag keine Oper. Oh. Das ist natürlich dumm gelaufen. Was wurde bei Ihnen zu Hause in Ihrem Elternhaus für Musik gehört? Jazz. Jazz oder so? Jazz, das war nur mein Vater. Aber er ist total, er hasst Oper. Alles zu tun mit Klassik. Nein, es war Jazz. So als Kind habe ich viel von das. Und ich bin mit Queen und ABBA und alle diese Sachen. Und wenn ich hab's, meine Prüfung als Krankenschwester bekommen, dachte ich mir, was kann ich jetzt machen? So habe ich in die Zeitung gelesen und die waren irgendwas für Stimmen. Unterrichten so. Ich dachte, oh, das klingt interessant. Ich möchte immer eine Sängerin sein. So habe ich angefangen und meine erste Unterricht, ich habe es gesagt, ich möchte singen lernen, aber kein Oper und nie Wagner. Nie die Opern sind viel zu lang. So und jetzt von diesem Punkt bin ich unterwegs. Sie haben als Krankenschwester oder als Hebamme gearbeitet. Beides. Wie alt waren Sie, als Sie diesen Gesangsunterricht angefangen haben? 21. Mit Anfang 20. Und wann haben Sie zum ersten Mal ein Engagement auf einer Bühne bekommen? Weiß nicht eigentlich. Ich habe das nicht im Kopf. Ich habe es als Königin die Nacht angefangen. Ja, in 99. Das war mein allererste professionelle Engagement. Wenn ich habe angefangen, wirklich zu studieren, das war mit meiner Lehrerin, sie ist leider jetzt gestorben, aber sie hat gesagt, ich sang für hier für eine Stunde. Und sie hat gesagt, ja, es gibt ein Not, dass ich denke, es gibt eine Stimme da. So, aber ich würde Idee unterrichten jetzt, okay. So habe ich für 2 Jahre mit ihr. Und dann sie hat gesagt, wenn sie möchte das wirklich als Profi machen, sie müssen
wirklich zu der Universität gehen. So, ich habe es an die Universität geschrieben und ich dachte, okay. Und in dieser Zeit war ich schon Hebamme. So dann dachte ich mir, okay, wenn ich kriege diesen Platz in der Universität, dann ich würde aufhören als Hebamme. Und habe ich gekriegt und dachte, okay, so jetzt muss ich wirklich entscheiden. So, ich habe die Kündigung, ich laufe zu meinem Chef. Nein, das kann ich, das ist wirklich viel zu unsicher. Ich habe es umgedreht und wieder zurückgetreten und dachte ich, na, okay. Ich war in dieser Zeit nicht verheiratet, ich habe keine Familie und ich dachte, wenn ich das nicht wirklich probieren, dann würde ich für mein ganzes Leben denken, was konnte sein, wenn ich habe das wirklich probiert. Das so, ist das, was mich schon an Tom Bells jetzt erinnert. Man muss Dinge einfach probieren, wenn man sie unbedingt machen will, sonst ärgert man sich, ich hätte es probieren müssen. Und es hat geklappt bei Ihnen, als Sie eben gesungen haben, oben in den Garderoben. Da saß ich gerade mit Tom Bells da und wir guckten uns erschrocken an und dachten, wir halten jetzt mal die Gläser fest. Wenn so eine Wagner-Walküre loslegt, dann ist ja, darf ich, also ich meine, allein die Sprache, Wagner-Sprache für eine Britin, die sie damals kein Deutsch konnten. Genau. Das ist schon sehr schwierig, die Sprache von Richard Wagner. Ich sage nur, johotoho, das ist, würden Sie freundlicherweise mal ganz kurz anstimmen? Versuche es. Ich habe es bei heute Morgen. Ach, jetzt, Mann. Now, jetzt. Okay. Vielleicht ich muss stehen. So. Weil Sie wissen, dass die Hoyotoho ist eigentlich, diese, sie hat Hoyotoho H, das ist, wann sie mit dem Speer eigentlich in dem Ritter umbringen würde. Ja, ich möchte so auch keiner Walküre begegnen, außer Ihnen jetzt. okay. Hoyotoho, Hoyotoho, Hoyotoho. Katharina Thalbach inszeniert auch Opern. Katharina, sag was. Ja, ich bin begeistert. Also ich könnte nie Wagner inszenieren, weil es eben, wie gesagt, so lange kann ich mich nicht konzentrieren. aber, und dabei also, bin ich eingeschlafen. Also herrlich. Er wird das, ich meine, den Walkürenritt, den liebt man natürlich. Den habe ich sogar eingebaut in einer anderen Inszenierung und genau im Raub der Sabinerin. Aber kurz bevor die dann anfangen zu singen, habe ich es abgeschnitten, weil es klang nie so toll. aber man muss wirklich... Ja, großartig. Bei Tintje war es eben auch der Mut, sich dem zu stellen, die Disziplin zu haben. Und Sie hatten zum Beispiel den Mut, Sie kommen aus Nottingham, Sie haben das dann durchgezogen und haben sich in Deutschland an verschiedenen Häusern beworben und wurden in Weimar genommen. Ja, der Sache war, dass, wie gesagt, ich habe es mit Königin die Nacht angefangen. Und nach das habe ich keinen Beruf. Ich war zu kurz, ich war zu groß, ich war zu blond, ich war zu dick, ich war zu dünn, ich war... Sopran. So, die waren alle Gründe, wieso ich habe die Job nicht gekriegt. Und dann habe ich gehört über Deutschland und habe meinen Agentur angerufen. Er sagt, ja, aber Sie sprechen kein Deutsch. Und ich habe gesagt, und? Und wenn ich kriege einen Job, ich würde das lernen. So habe ich 100 CDs, 100 Briefe. Es war nicht der Zeit von der Internet. Ich bin nach der Bibliothek gegangen. Ich habe ein Buch so von all den Agenturen. Ich dachte, oh mein Gott, zu wem soll ich schreiben? So, ich habe es einfach so geschrieben. 100 habe ich weggeschickt, habe 3 Vorsingen bekommen. Und von diesen 3 habe ich einen Beruf. Und das war warm. Ich muss mal fragen, Dene Nesch guckt so konzentriert. Das ist unglaublich, ne? Ja, ich finde das großartig. Also vor allen Dingen, weil ich merke, dass Sie voll Ihren Instinkten und Ihrem Weg gegangen sind. Ja? Und eben, ich finde es auch ganz bezeichnend, eben zu sagen, ich bereue nichts. Danke. Ja?
Das ist. Eine Freundin von mir sagt, sie sagt, in Englisch, you never think you can't. Und ich habe gesagt, es gibt kein can't. Ja. Das bedeutet, ich habe es nicht gelernt oder ich will nicht. Und so, das steht nur in dem Weg. Aber es ist ja doch das Höchste für eine Wagner-Sängerin, einen Wagner-Sänger in Bayreuth aufzutreten. Oh, ja. Und das war dann, ich glaube, 2013. Die Inszenierung von Castorf. Wie nervös waren Sie da, als Sie da die Brünnhilde gesungen haben? Ich glaube, ich kann nicht mehr nervös sein. Nicht mehr. Und die waren nach dem allerersten Auftritt, wo ich singe Hoyotoho und die Todesverkündigung. Das ist nicht 10% von der Rolle. Und ich habe alles gemacht und dann kamen ungefähr 5 oder 6 Buß. Alle weiß das von der Zeitung. Ich bin nie von der Bühne. Und ich habe mir gedacht, wieso? Ich war so erschrocken und alles, aber seit dann habe ich keine. So, aber am Twitter geht es los. Wieso? Wissen Sie, wie viel wir haben bezahlt für diese Karten und die haben die Brünnhilde? So, Na gut, das bezog sich aber auf die Inszenierung. Aber als der Schlussapplaus kam für die Sänger? Ja, war toll. Absolut toll. Ja. Bitteschön. Ja. Das war's. So, hat sich Fritzchen eben so erschrocken? Nee, der wollte am liebsten mitmachen. Ne? Das ist wirklich so. Weil er jetzt auf dem Schoß ist, der Hund wollte weg. Nein, gar nicht. Hat ihm wunderbar gefallen wahrscheinlich. Sie sind in Weimar wohnen geblieben. Sie haben Ihren festen Wohnsitz in Weimar bis genau. heute. Genau. Und ich habe ein Haus gekauft. Oder ein Haus gekauft, ja. Und wann haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Nochmal bitte. Wann haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Auch ein Brite? Ja, ich habe ihn in die Amateur Gesangschor, wo ich war. So, wir haben uns kennengelernt im 89. So, wir sind zusammen seit dann. Ja. Yeah. Herzlich willkommen, auch Ihr Mann. Schön, dass Sie da sind. Das ist ein Beruf, der enorm viel Leistung abverlangt. Müssen Sie Ihr Leben danach ausrichten? Leben Sie sehr gesund, um möglichst fit zu sein? Oder wie sieht das genau, weil es ist seine Geschichte interessiert mich, weil in 2015 war ich Diabetik diagnostiziert geworden und ich muss eine Tablette nehmen wegen meiner Familienkrankheit. Und das hat meinen Körper zerstört und ich habe es nur mehr und mehr zugenommen, habe ich auch in einem Jahr 26 Kilo abgenommen, 4 Kleidergröße kleiner, habe ich aufgehört Kohlenhydrate zu essen und ich nehme kein Insulin mehr. Oh. So, ich habe das rückgängig. Und, Man weiß ja, dass Opernsängerinnen und Opernsänger auf der Bühne nicht nur viel an Gesang leisten müssen, sondern auch an Darstellung. Ich habe sie zum ersten Mal an der Kölner Oper in Turandot gesehen. Und es war ein unfassbares Kostüm. Ja, 16 Kilo. Ja, so sah es aus. Wir sehen das hier, das stellt man sich vor. Und dann gab es eine Situation, wo sie sozusagen etwas nach unten gehen. Oh ja, weil wenn die Rätsel sind gelöst, wenn Sie kennen die Turandot nicht, der Kalaf muss 3 Rätsel lösen und nach die dritte, dann sie würde ihn verheiraten. Und sie wollte das absolut nichts und ich muss sinken zum Boden und die erste Mal in dieser riesen Kleid sang ich gehe auf den Boden und dann muss ich wieder hoch und ich Moment mal. Hilfe! Und es war wie eine Toilette. Wirklich, ich konnte nicht widerstehen. Die mussten die Luft rein. Und dann kann ich aufstehen. So. Das war lustig. Ja, sehr gut. Es ist eine so unglaubliche Karriere, die Sie gemacht haben. Sie singen auf so vielen internationalen Bühnen. Zum Glück haben wir das, zurzeit haben wir das Glück, Sie in Köln erleben zu können. Es ist in der kommenden Woche am 9. und am 11. die Wiederaufnahme, die jetzt derzeit läuft im Theater La Forza del Destino von Verdi. Da singen Sie mit und ich kann einfach nur sagen, ich weiß nicht, wann das Kölner Opernhaus wieder bezugsfertig ist. Aber Leute, geht ins Staatenhaus und guckt euch das unbedingt an, hört es euch an. Wir wünschen Ihnen alles Gute, grüßen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Kölner Oper. Vielen Dank. Foster. Alles. Vielen Dank. Unglaublich.
Es gibt so viele seltsame Berufswege, die man verfolgen kann. Und da bin ich auch schon bei Maziz Amin, der sie eigentlich auch ein schweres Schicksal erstmal hatten, weil sie mit ihrer Familie aus Afghanistan geflohen sind, über Pakistan, über Russland, bis sie in Deutschland gelandet sind. Wie alt waren Sie während der Flucht? Ich bin mit 4,5 von Afghanistan raus mit meiner Familie und bin mit knapp 7, 1994, sind wir nach Deutschland angekommen. Was für eine lange Zeit für ein Kind, das erlebt, es ist unterwegs in Europa, es gibt keinen festen Halt. Genau. Was war Ihr Halt? Waren das Ihre Eltern, Ihre Geschwister? Ja, schon zum Teil auch, aber zum größten Teil war natürlich mein Halt auch, dass meine Eltern diese ganze Sache selbst auf die Schultern genommen haben, ne? Vor allen Dingen mein Vater. Die haben das natürlich, als Kind nimmt man das gar nicht, glaube ich, so wahr. Man macht einfach mit. Mhm. Ich glaube, so die Eltern, die haben als Erwachsene mit dem Bewusstsein des Erwachsenen schon um einiges mehr damit zu kämpfen gehabt für mich. War das um einiges einfacher, glaube ich. Sie sind hier angekommen und Sie haben irgendwann entschieden, ich werde Hundeverhaltenstherapeut, Hundetrainer, ja, was auch immer. Ja, das hat aber lange gedauert. Wie kam? Sie haben erst mit 20 Ihren ersten Hund bekommen. Ja. Wann entstand Ihre Liebe zu Hunden? Relativ früh, damals schon in Afghanistan. Das war damals, als der Krieg ausgebrochen war, war ich ja noch nicht mehr geboren. Aber ich kann mich erinnern, dass wir, das war sehr, sehr prägend für mich, als ich damals in Kabul war das, wir hatten so eine Clique mit einigen Freunden, mit denen haben wir mal gespielt, wir haben Murmeln gespielt oder haben so hart gekochte Eierschalen gegeneinander geklatscht, um zu gucken, wessen Schale noch hält am Ende. Und mit diesen Jungs haben wir dann immer eigentlich ganz schön kindlich gespielt, so diese Kindlichkeit, die man sich noch da erlauben durfte. Und ich kann mich erinnern, da gab es in der Nähe so einen Graben und da hatte eine Mutterhündin einige Hundewelpen bekommen gerade. Und einer dieser Jungs, mit denen wir immer gespielt haben, erzählte dann ganz aufgeregt, dass die Nachbarskinder, die Älteren, diese Hündin mit Steinen beschmissen haben und irgendwie die geärgert haben. Und irgendetwas hat das in uns ausgelöst, vor allen Dingen in mir. Und ich wollte unbedingt dieser Hündin irgendwas Gutes tun und habe verbotenerweise Brot immer mitgehen lassen und habe sie gefüttert. Und irgendwie ist da so ein bisschen die Liebe entstanden. Und dann später über die Station Pakistan, Russland vor allen Dingen. Und in Russland hatten wir das erste Mal Farbfernsehen gehabt. So, und Anfang der 90er Jahre waren so zwei Serien für mich so absolut mein Highlight. Das war unter anderem Lassie und Chips. So Cops, genau. Das waren die Cops auf Rädern. Und ich fand das so genial. Aber Lassie, so, ich meine, wie alt? Ich meine, der Hund ist ja, glaube ich, inzwischen 100, aber egal. Es gab so einige, glaube ich. Alle kennen Lassie. Ja. Dass der dann wirklich noch so einen Lebenswunsch provoziert oder provoziert hat in ihn. Das ist irre. Ich fand diese Loyalität einfach so schön. Ich fand diese Freundschaft so schön. Ich fand das, ich habe in diesem Hund, glaube ich, so einen rückblickend betrachtet, habe ich, glaube ich, in diesem Hund etwas gesehen, was mir so ein bisschen in den Menschen gefehlt hat. Mhm. Der Fritz, der auf Ihrem Schoß sitzt, ist einer von Ihren 4 Hunden. Das ist eine wilde Bande. Ein ganz großer Kangal und dann die kürzeren Exemplare. Wie sah Fritz aus, als Sie ihn aus Rumänien mitgenommen haben? Nicht so struppig wie heute. Dem ist auch ein bisschen warm hier. Aber tatsächlich kam er als kleiner chinesischer Nackthund zu mir. Der hatte eine Hautkrankheit, Demodikose und hatte kaum Haare am Körper. Und den haben wir ein bisschen gepflegt, ein bisschen viel gepflegt und ja. Da kam die Haarpracht über uns beiden. Ne? Sie gehen ja wahnsinnig gerne spazieren auch mit den Hunden, die ihren Auslauf brauchen. Und wenn Sie so einen Rudel haben, auch mit Hunden, die nicht zu ihrem eigenen Rudel gehören, ja, dann strahlen Sie eine enorme Ruhe aus. Ist die Ruhe von Ihnen, wir sehen hier ein Bild, wir haben ein paar Fotos von Ihnen, das ist einfach wunderbar. Das ist ein großes Rudel jetzt, ja. Da ist einer noch im Rucksack, sagen. Ja. Oder hier, es ist wirklich einfach nur schön. Wer strahlt die Ruhe aus? Sie auf die Hunde oder die Hunde auf Sie? Sowohl als auch. Also mir ist es enorm wichtig, dass die Hunde mich auf jeden Fall immer für voll nehmen. Ja, und wenn ich merke, dass ich nervös werde oder unruhig werde, gerade nicht wirklich bei der Sache bin, dann besinne ich mich immer darauf zurück, dass meine Hunde gerade Zuschauer sind. Und dann atme ich ein paar Mal tief durch. Und andersrum ist es natürlich auch so, wenn meine Hunde aufgeregt sind, jetzt vorhin, als es sehr laut wurde, als sie gesungen haben beispielsweise, da fahre ich nochmal runter, gehe mit meiner Stimme runter, beruhige meine Atmung und... Es ist,
Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist wie in einem Freundeskreis. Ne? Wenn jemand reinkommt und die Stimmung aufhebt, ne? Oder halt jemand, der mit einer schlechten Stimmung reinkommt und die senkt. Ja, okay, aber Sie haben ja vorhin gesagt, da war so sowas in Ihnen berührt, als Sie diese Hündin sozusagen, als Sie ihr helfen wollten, schon als Kind in Kabul. Genau. Aber der Entschluss dann, das zum Beruf zu machen, das ist ja ein Weg. Was war der Auslöser? Es hat unglaublich lange gedauert, weil ich glaube, ich wusste gar nicht, dass man damit tatsächlich irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen kann oder dass es tatsächlich so einen Beruf gibt. Das war mir nicht bewusst. Also ich habe ganz lange Zeit meine Eltern voll genörgelt mit dem Wunsch eines Hundes natürlich. Meine Eltern haben das anders gesehen, aber auch im Rückblicken betrachtet war es auch gar nicht so verkehrt. A, hat das natürlich mich noch mehr getriggert, um Hunde haben zu wollen. Zum anderen war es natürlich auch gar nicht so verkehrt. Die Gedanken meiner Eltern waren gar nicht verkehrt. Ne? Der Hund braucht eine Aufgabe. Der ist, was soll er denn bei uns hier zu Hause, wenn du dann in der Schule bist? Und es wäre nicht im Sinne des Tieres und noch nicht im Sinne der Familie. Und so war es auch tatsächlich. Und dann hat das unglaublich lange gedauert. Ich habe mich rumgeschlagen mit wirklich allen möglichen Jobs. Habe auch wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe mit McDonald's gearbeitet an der Kasse. Ich habe nachts Container geleert. Hast du da auch gearbeitet? Ja. Echt? Bei McDonald's? Nee, bei Burger King war ich. Ja? Oh, die Konkurrenz. Nein, ich war keiner. Also, ich habe da wirklich echt einiges an Jobs angenommen und habe wirklich alles angenommen, weil ich, ja, ich stand so ein bisschen an der Stelle. Ich hatte mein Fachabitur damals gemacht und wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wusste, dass der akademische Weg nicht meines ist. Ich habe noch mal gesehen, es haben ja 9,2 Millionen Deutsche haben einen Hund, 1,7 Millionen haben einen Vogel. Wahrscheinlich mehr, ja, aber egal. Ich hab's nicht gesagt. Ihr hattet ja auch einen Hund. War das eigentlich ein Familie? Also ihr habt einen Hund? Nein, also Anna hat den Hund. Mittlerweile du hast lebt ihn er auch. Bei Anna, ja. Ja, also wir haben ihn gemeinsam erworben. Gerettet. Gerettet. In Frankreich. Ja. Sie war so groß. Ich glaube, sie ist noch ein Teacup. Ein Teacup Chihuahua. Chihuahua. Ja, Chihuahua. Wie es bei deiner Tochter war. Das klang vorhin so, als hättest du keine Erziehungsgrundsätze im Kopf gehabt, sondern das hat sich so ergeben. War das beim Hund ähnlich? Die Frage verstehe ich jetzt nicht direkt, aber das weiß ich nicht. Ich habe mich sehr gewehrt. Die beiden haben mich bequatscht. Weil ich bin eigentlich mit Hunden groß geworden. Ich durfte auch immer Hunde haben. Ich hatte übrigens auch einen Fritz. Ich durfte immer mir einen Hund aussuchen aus dem, wo die immer weggelaufen sind, oder gefangen genommen worden sind, aus diesen Heimen noch damals in Ost-Berlin. Es war ganz schrecklich, das war im Keller und duster und ich durfte mir dann eben einen Hund, die meistens wirklich krank waren oder ausgesetzt waren und so. Und ich habe mir dann auch immer zielsicher entzückende Hunde ausgesucht, die aber alle nach einem Jahr immer gestorben sind, weil sie eh schon krank waren. Da war natürlich das Elend bei mir riesig, woraufhin meine Mutter mit mir wieder in diesen Keller gegangen ist. Und die hatten dann, glaube ich, immer ein sehr schönes letztes Jahr bei uns. Aber im Chantal, also wir haben ja dieses... Euer Hund heißt Chantal? Er heißt Chantal, sie ist aus Paris. Er heißt Chantal, sie ist aus Paris? Sie. Achso. Sie heißt Chantal, natürlich. Ja, wie sonst? Ja. Paris kommt. Natürlich, sie ist ein Tussi und kommt aus Frankreich. Eben. Aber ihre Hunde haben auch entsprechende Namen. Einer heißt Mädchen. Einer heißt Mädchen. Echt? Mhm. So ein... Ein bisschen kleiner. Ein Kangal, schwer erziehbar. Ist sie gewesen. Was ist denn, also ist sie gewesen, ihr seid ein Herz und eine Seele, vollkommen klar, wie ihr zwei, sie mit den Hunden, das sind insgesamt vier bei Ihnen. Aber was ist, da ist es, das ist das Mädchen. Genau, das ist sie. Guck, Augenhöhe würde ich mal sagen, zumindest wenn sie sitzen. Was ist das, was bei den meisten Leuten eigentlich schief läuft, weshalb Sie sagen, ich als Hundetrainer, als Hundeverhaltenstherapeut kann da ganz viel Rat geben? Ihr Buch heißt, sei höflich zu deinem Hund. Das ist ein sehr schöner Titel. Es ist tatsächlich, ob es jetzt um die Hundewelt geht oder ob es jetzt in der zwischenmenschlichen Interaktion geht, das ist meistens das, was immer schief läuft oder mit sich selbst. Das ist die Kommunikation. Das nachzuvollziehen, was möchte ich? Und Sie hatten was Interessantes vorhin gesagt. Sie haben gesagt, das Dicksein ist nur ein Symptom. Ne? Woher kommt das eigentlich? Ne? Die Ursache ist immer meistens woanders. Und das liegt meines Erachtens
Und das kann ich jetzt nach einigen tausenden Hunden sagen, die ich trainiert habe, ist es meistens die Kommunikation, die fehlschlägt. Wir gehen immer davon aus, der Hund verstünde das, was wir sagen. Wir gehen meistens davon aus, wir erwarten auch viel dadurch. Und dadurch entstehen diese Ungereimtheiten und die Schwierigkeiten auch. Sie sind Hundeverhaltenstherapeut und Sie haben ein hohes Berufsrisiko. Sie haben einige Bisse davon getragen. Sie lagen auch schon mal im Krankenhaus. Sie müssen ja eigentlich mit jedem Hund, der auch sozusagen als Klient, Patient, wie auch immer zu Ihnen kommt, klarkommen. Dann war was mit dem Bein. Da ist ein Hund so dagegen gesprungen und das war dann irgendwie auch hinüber. Ja, das passiert natürlich. Ne? Also es ist ein Berufsrisiko, aber sowas gehe ich gerne natürlich ein. Aber meistens ist es dann halt wirklich gar nicht so schlimm. Also ich habe ja, also die Menschen, die jetzt zu mir kommen, haben ja meistens schwierige Hunde. Ja, und die Hunde haben schwierige Menschen natürlich, aber es ist tatsächlich so, dass diese Hunde auch Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben und dann bin ich natürlich in einer Situation, die auch brenzlig werden kann. Angst dürfen Sie nicht haben oder müssen Sie Angst haben? Ich muss vorsichtig sein. Ich habe einen genügenden Respekt, aber Angst ist etwas, was... Nee, das habe ich nicht. Nein, ich freue mich, ich dem Hund helfen zu dürfen. Ich habe auch ein bisschen Nervenkitzel dabei natürlich. Ne? Und aber Angst ist da nicht. Sie haben beschrieben in Ihrem Buch, das Sie herausgegeben haben, dass es manchmal so Hunde gibt. Einer hieß Mausi. Ja, genau. Der erinnert Sie an Ihren Nachbarn, der sich eine eigene Rolle gesucht hat, der Mensch. Genau. Und Mausi auch. Mausi war sozusagen der Platzwart. Richtig, plötzlich. Genau. Ich kann mich erinnern, das ist schon einige Jahre her, das war in der Kölner Innenstadt. Da gibt es eine ganz große Wiese. Ich glaube, Mausi herrscht heute noch dort. Wette ich mit drauf, wirklich. Also Mausi war ein wunderbarer Hund, ein Tibet-Terrier. Und, also klein. Ja, aber das wusste sie, glaube ich. Und die war... Das ist unglaublich gewesen. Und die hat sich wirklich echt alle unter den Fingern gekrallt. Also die ist da hingegangen und hat wirklich echt erstmal die Hausordnung allen erklärt, sobald ein fremder Hund dazugekommen ist. Das hat sich durchgesetzt? Immer. Kathy Foster, Sie haben auch einen Hund. Ja. Jetzt gucken Sie schon ganz glücklich. Ja. Was zeichnet den aus? Was zeichnet den aus? Was ist das Besondere an diesem Hund? Das für uns, ich habe es immer einen Hund gewünscht. Ich bin eigentlich ein Katzfrau. Ich habe immer Kätze gehabt. Und dann leider war ich allergisch zu Tieren. Und dann, seit wir haben das Haus gekauft, Robert und ich haben immer einen Hund gewünscht. So, wir haben geguckt, was war für Allergie, gegen Allergie. Und wir haben eine Havanese gefunden. Und er ist bei uns fast ein Jahr, am 30. Dezember. Ist der Hund musikalisch? Nein, er läuft weg, wenn ich singe. Aber er würde nicht weiter als nur draußen bei die Tür. Er bleibt immer bei uns. So, nicht schlecht. Er ist so, ja, ist wirklich. Er will rein, aber wenn ich fange an, er guckt an und dann draußen und wartet, bis die Tür ist geschlossen. Dann er sitzt da. So, ja. So, wir wollten mit einem kleinen Hund anfangen, weil wir haben nie einen Hund gehabt und ich habe gesagt, wir müssen lernen. So. Aber das ist interessant, dass Sie sagen, dass es bei einem kleinen Hund angefangen hat, als ob der kleine Hund natürlich weniger Probleme macht als der große Hund. Nee, nicht weniger Probleme. Ich da, ehrlich gesagt, klein Hund, klein Kack. So. Darum ging es also. Das ist super. Ja. Es gibt manchmal Unfälle, wenn Menschen versuchen, ihre Hunde, die in den Fluss gesprungen sind oder in den See gesprungen sind, diese Hunde zu retten. Das geht auch manchmal schief. Wie weit würden Sie gehen, um einen Ihrer Hunde zu retten? Oh, da würde ich sehr weit gehen. Absolut. Das ist natürlich für uns Hundehalter, das sind wie Kinder natürlich. Nee, wie weit geht man für ein Kind? Absolut. Wir sind für diese Tiere verantwortlich. Ich würde alles dafür machen. Definitiv. Sie wissen viel über die Kommunikation Hund-Mensch. Genau. Sie sind fest liiert mit einer Frau. Genau. Hat Ihre Kommunikationsfähigkeit mit Hunden Auswirkungen auf Ihre Beziehung? Ja, nicht nur auf die Beziehung zu meiner Frau, auch auf die Beziehung zwischen mir und mir selbst, zwischen mir und meiner gesamten Umwelt eigentlich. Es ist ein Bewusstsein. Also ich erinnere mich daran, bewusst zu sein. Das ist wie in einer Partnerschaft, wenn man mal anfangen zusammen ist, dann macht man sich beim ersten Date immer Gedanken. Ja? Wo gehe ich hin? Was ziehe ich an? Was für ein Parfum trage ich auf? Was für Gesprächsthemen schneide ich an? Nach 10 Jahren vergisst man fast schon, die Klotüre zuzumachen, weil das Bewusstsein so ein bisschen abhanden geht. Und diese Tiere erinnern mich halt immer wieder daran, bewusst
Geben Sie noch einen ganz praktischen Tipp. Zu Weihnachten wurden wieder viele Hunde verschenkt, wie in jedem Jahr. Und manche Menschen stellen hinterher fest, sie kommen A, nicht so gut damit klar. Manche haben vielleicht sogar ein bisschen Angst vor dem Hund, weil sie nicht damit klarkommen. Gibt es da eine Grund- oder Faustregel? Für Menschen, die Hunde an Weihnachten verschenken? Nein, diese Geschenkpunkte. Also der Hund ist jetzt da und man merkt, ich komme nicht damit klar oder ich habe gar Angst vor dem Hund. Was würden Sie raten? Ich würde zuallererst raten, wirklich sich einen professionellen Rat einzuholen. Da zu schauen, woran liegt das tatsächlich? Ist das meine Angst? Also ist die Angst berechtigt tatsächlich? Oder halt eben nicht? Ich habe beispielsweise vor einigen Jahren, ganz kurz, wenn ich das anschneiden darf, habe ich tatsächlich am ersten Weihnachtstag einen Anruf bekommen von einer Dame, die mit flüsternder Stimme mir gesagt hat, dass der Hund im Haus tobt und sie weiß nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, das ist der erste Weihnachtstag, ich kann jetzt nicht dahin. Und dann sagte sie, es tut mir leid, ich habe ihre Nummer vom Nachbarn bekommen, sie müssen unbedingt schnell vorbei. Ich habe dann geguckt, wo wohnt sie, und das war tatsächlich bei uns in der Nähe. Ich habe mich ins Taxi gesetzt, bin da hingefahren. Eigentlich völlig fehl am Platz, aber bin dann da hingegangen. Und diese Familie hatte sich, also der Vater der Familie, hat die restliche Familie mit einem Hund aus dem Heim überrascht. Tada, da war der. Und dieser Hund hat innerhalb kürzester Zeit die Küche in Anspruch genommen. Tatsächlich, und dann musste ich da hin und dann relativ schnell eingreifen und dieser Familie erklären, wie sie mit diesem Fall umzugehen. Hat's geklappt? Es hat geklappt, aber lustigerweise waren die Geschenke nicht ausgepackt, weil die Familie sich das nicht getraut hat. Das war wirklich so. Ja. Weiterhin viel Erfolg. Marcin Samin, danke, dass Sie da sind. Ja, man kann schon fast beim Thema Angst bleiben, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, liebe Denenesh Sudeh, wo das bei Ihnen überhaupt herkommt. Sie haben ab und zu das Glück, großartige Rollen zu spielen als Schauspielerin. Jetzt auch derzeit gerade die Inselärztin, ein Zweiteiler. Der zweite Teil läuft am 11. hier im Fernsehen zur besten Sendezeit. Da sind Sie zwar in einer Hotelküche beschäftigt, das sehen wir auch gleich im Einspieler. Sie haben aber viel mit Wasser zu tun, weil es auf der wunderschönen Trauminsel Mauritius spielt. Warum haben Sie eine Wasserphobie? Warum hast du eine Wasserphobie? Wo kommt das her? Da hätte ich zwei Erklärungen. Einmal kommen meine afrikanischen Gene dann doch irgendwann durch, trotz Berlin-Spandau-Westplatte. Afrikaner sind irgendwie nicht so wirklich Wassergänger. Ja? Also es gibt ja viele wirklich große und gefährliche Tiere im Wasser, die ich da auch gesehen habe in Flüssen. Da würde ich nie im Leben reingehen. Aber ich glaube, dass der zweite Grund sehr viel plausibler ist. Ich habe den weißen Hai zu früh gesehen. Ja, und zwar mit 12. Und das war definitiv zu früh. Und so, dass ich wirklich Angst habe, selbst wenn ich im Hotel, Swimmingpool, unten gibt es so ein Mosaik von einem Delfin und ich weiß, alles in mir sagt, es ist ein Swimmingpool, hier kann kein Fisch und nichts anderes drin sein. Da kommt kein weißer Hai rein. Ich durfte Nelly mal eine Bettwäsche nicht schenken, weil da Fische drauf waren. Ich hatte auch weißen Hai so früh gesehen. Ich hatte Angst in der Badewanne sogar, ja. Ich bin schreiend durch den Volkspark. Aber du wäschst dich. Weil ich rede vom Meer. Wasser geht wohl. Ja, ich kenne eine sehr berühmte Kollegin aus England, Julie Christie, die hat eine richtige Wasserphobie. Die wäscht sich auch nicht. Oh. Das muss ich jetzt auch. Okay, das möchte ich gleich verneinen. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Die bürstet sich nur, die bürstet alles und macht die Haare mit Öl, mit irgendwelchen Ölen. Die kann überhaupt kein Wasser an ihrer Haut vertragen. Oh, das ist aber eine krasse Geschichte, ehrlich gesagt. Da ist das ja harmlos. Das finde ich auch, ja. Nein. Aber ich habe es ja auch überwunden. Ja, das ist also eine richtige Phobie zu haben, muss ja schrecklich sein. Ich habe keine, ich habe weder eine Spinnenphobie, ich kann die noch nicht leiden, noch sonst irgendwas. Aber bei dir war es wirklich so, dass du Angst vor dem Wasser hast. Panische eine richtige Angst. Phobie. Und jetzt bist du auf Mauritius, hast einen Zweiter, hast eine tolle Rolle, wie man da sehen kann. Das ist alles traumhaft. Und du musst in dieses olle Wasser, in dieses offene Meer. Nee, ich musste gar nicht ins Wasser. Das ist ja, da spiele ich ja schön im Restaurant eine Managerin. Ja, das ist ja alles schön trocken und gekachelt und gefliest. Und ich habe da oftmals aufs Meer geschaut. Und dann wurde in der Runde gefragt, wer schaut und wer geht Whale-Watching und Dolphin-Watching. Und ja, da dachte ich irgendwie, das ist eigentlich ganz große Klasse. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich springe gerne ins kalte Wasser. Nicht in das Wirkliche, sondern sinnbildlich. Und ich habe mir da einfach vorgenommen, ich werde mich meiner Angst stellen. Und eigentlich wollte ich einen Tauchschein machen. Das ging aber nicht, weil man da irgendwie Atteste mitbringen musste, die ich dann vor Ort nicht hatte. Und dann habe ich mir jemanden genommen und bin mit ihm schnorcheln gegangen. Und habe es einfach getan. Ich habe einfach gesagt, jetzt ist genug. Jetzt reicht's. Ich will ins Wasser. Ich will ins Wasser. Ich will mir da eine andere Welt erschließen.
Das war großartig. Viele Menschen haben ja wirklich massive Ängste vor was auch immer. Flugangst ist ganz beliebt, die Spinnenangst ist eben ganz beliebt. Haben Sie auch eine Angst? Spinnen. Ich überlege die ganze Zeit, nicht, dass ich wüsste. Nee. Och, hat jemand eine richtige Angst vor irgendwas? Ja, ich kann Knöpfe nicht ausstehen. Die können auch sehr gefährlich werden. Nein, es gibt wirklich Knöpfe. Ja, ja, das, ja. Das gibt's. Ja, ja. Echt? Also wenn meine Oma von mir früher verlangt hat, ich soll mal ans Nähkästchen gehen unter so einen Knopf, da war da so ein Fach, wo so ganz viele Knöpfe drin lagen. Da muss ich da reingehen, das war so... Ich liebe Reißverschlüsse. Aber was mich wundert, denn, du hast vor Jahren schon mal bei der Serie mitgemacht gegen den Wind. So sieht's aus. Und da bist du doch gesurft. Ganz ehrlich, also A, wird natürlich auch viel gefaked jetzt im Film, ja, aber wir mussten natürlich, ich habe ja auch gelernt zu surfen. Ich hatte einen wunderbaren Partner, Ralf Bauer, der hat mich echt ins Wasser reingetragen und rausgetragen, was natürlich keiner mitgekriegt hat. Ich kann, also bis zum Knien ist es in Ordnung, aber wenn ich es nicht sehe, es war wirklich panisch. Und wenn ich ins Wasser gefallen bin vom Surfbrett, ich habe mir meine ganzen Schienbeine aufgeschrammt, weil ich so schnell wieder draußen war aus dem Wasser. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich wollte nämlich sagen, wenn man anfängt zu surfen, fällt man ja gelegentlich mal da rein. Ist ja normal. Ja, ja, genau, aber... Das hat damals noch nichts genützt und jetzt hast du es überwunden durch deinen Tauchlehrer, der dich mitgenommen hat. Der mich mitgenommen hat. Und so weit, dass ich dann wirklich, als wir dann aufs Boot gegangen sind, morgens, weiß ich nicht, um 4.50 Uhr oder so, und bin ich mit den Delfinen geschwommen. Und das war das Schönste, was ich gemacht habe. Ich habe wirklich Bilder und Fotos, wo die so ganz nah an mir dran waren. Und, also nicht berührt, das sind ja freie Tiere, also Freischwimmende. Aber... Es hat sich, ich habe immer noch einen gewissen Respekt, also wenn ich jetzt nur dran denke, würde ich sagen so, aber ich habe den Schritt geschafft, einfach es zu tun und darüber bin ich sehr stolz. Ich weiß nicht, was es war, ich habe einfach gesagt, jetzt reicht's. Ich will keine Angst mehr haben. Überwinden. Du hast ja eben schon angedeutet, du hast natürlich eine sehr angenehme Rolle gehabt. Du warst die Küchenchefin in einem natürlich Luxusressort. Wir sind auf Mauritius. Wenn man da hinfährt, dann gibt es nicht zwei Sterne, sondern zwei bis vier bis fünf. Sehr gut kochen kann, ja. Und das war, das ist eine schöne Szene, die wir kurz mal einspielen wollen. Oh, schön war es doch. Den Vorteil haben Schauspieler, Schauspielerinnen in bestimmten Rollen oder auch Journalisten, wenn sie bestimmte Welten kennenlernen wollen. Du bist da mal ganz schnell in ein ganz tolles Restaurant in Berlin zu Tim Raue und hast mal geguckt, wie seine Atmosphäre so ist. Ja, ich meine, das ist ein Bereich, den ich einfach nicht kenne. Restaurantmanagement und Küchenchef zu sein. Und ich hatte das Glück, dass Tim Raue mich eingeladen hat. Wir sind bekannt und ich habe ihn einfach gefragt. Darf ich da mal hinter die Kulissen schauen? Und er hat es mir tatsächlich erlaubt. Ich weiß, es ist ein Sternekoch und ein Gourmet-Restaurant. Und bin da eine Woche jeden Tag, glaube ich, zwischen 2 und 4 Stunden und habe mir das angeschaut. Und das ist in einer solch großen Diszipliniertheit und durchgetaktet. Und es war einfach großartig. Ich stand eigentlich nur mit einem Notizblock daneben und habe mir, das sind Sachen, die improvisiert waren, stand ja nicht im Drehbuch. Das muss man dann halt mal so machen und ihm auch zuzuschauen, wie er so gekocht hat, wie er Menüs kreiert hat. Wahrer Künstler. Faszinierend, ne? Ja, muss man großartig. Sagen. Denn du hast vor genau 2 Jahren, also 2016, hast du einen Schicksalsschlag erlitten, weil dein Mann, der Regisseur Carlo Rola, einen Herzinfarkt hatte und gestorben ist. Plötzlicher Herz. So ganz, ganz plötzlich und man fällt aus seinem eigenen Leben plötzlich raus in ein tiefes Loch. Wie lange hast du gebraucht, um wieder bei dir zu sein und wieder spielen zu können? Schauspielerei hat ja auch was mit Spielen zu tun und auch was mit Freiheit zu tun. Ehrlich, glaube ich, erst dieses Jahr. Anfang, also 2 Jahre später. Ich habe zwar davor schon Theater gemacht, also, aber ich glaube noch nicht, dass ich ganz bei Sinn und ganz bei Kraft war. Du hast sogar 2016, wenn ich mich recht erinnere, in Worms, bei den Nibelungenfestspielen mit. Das war aber a good will. Wie sagt man? Man hat mir geholfen, so mich aus meinem Alltag rauszuholen. Nico Hofmann hat mich von den Nibelungenfestspielen geholt und hat mir jegliche Freiheit gegeben. Und es war schön und großartig. Ich denke, ich habe das Set da sehr geprägt und sie mich. Und es war gut. War ich da wirklich in meiner Kraft? Nein. Die Kraft und die Lust, und wirklich wieder zurückzukommen ins Leben und neugierig zu sein, die habe ich jetzt seit Anfang dieses Jahres. War auch sehr anstrengend, hat mich viel Kraft gekostet, aber jetzt stehe ich wieder.
und freue mich. Ja. Ich bin sehr positiv. Übrigens ganz merkwürdig, du hast ja bei den Nibelungen-Festspielen auch die Brünnhilde gespielt. Ja. ohne. Ich auch. Ich habe die im ersten Jahr, ich habe dann nämlich gesagt, darf ich das nochmal machen? Ich habe einmal die Brünnhilde und einmal die Kriemhilde gespielt. allerdings in modernen Versionen. Wunderbar. Ja. Also wir haben hier große Wagner-Interpretatorin sitzen in dieser Runde. Ja. Also, du bist ja dazu gekommen, wenn ich richtig informiert bin, hast du auch so eine Art Trauerbegleitung gemacht, um über diese Phase wegzukommen und wieder im Leben zu landen. Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe meine Eltern noch. Ich kenne niemanden aus meinem Bekanntenkreis. Ja, ich habe mir das erste und richtige, glaube ich, ich habe mir eine Trauerbegleitung gesucht, die mich eigentlich bis heute, das ist noch immer mal mit Fragen zur Seite, also sie steht mir mit Rat und Tat zur Seite und ich frage, weil es war einfach so groß und so überwältigend, auch an Schmerz, dass ich nicht wusste, was passiert, welche Wellen kommen, wie lange dauert das und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ich habe auch mal nach einem Todesfall eine Trauerbegleitung gemacht und das hat mich auch sehr stabilisiert. Wer weiß, wie es ohne gewesen wäre. Du bist aber auch jemand, der sehr bewusst lebt. Du hast beispielsweise auch vor einigen Jahren angefangen, dich auf Ayurveda einzulassen, also die indische Lehre von Medizin und Leben. Mhm. Und hast du da auch Meditation gemacht? Nicht in der Zeit. Eigentlich habe ich in der Zeit mir alles erlaubt. Das war auch der Rat meiner Trauerbegleitung. Also, dass ich einfach alles darf. Mir ist, wonach mir ist, darf sein. Ayurveda heißt das Wissen vom Leben. Das geht natürlich um die Konstitution, natürlich auch um den Geist, um das Ganzheitliche. Ich habe ganz viel integriert in mein Leben, ja. Das mache ich, das lebe ich. Allerdings Yoga und Meditation ist in den letzten 3 Jahren etwas kürzer gekommen. Mit Yoga fange ich, glaube ich, jetzt wieder an. Das schreit. Also ich habe sehr intuitiv gelebt. Also es war... Um das zu verarbeiten, glaube ich, musste ich einfach Dinge tun. Ich glaube aber, dass ich im Grunde meines Wesens sehr positiv bin. Also immer irgendwie an das Gute glaube, dass am Ende noch was Gutes rauskommt. Ja, und irgendwie kam immer trotz der ganzen Scheiße, die da einem so um die Ohren fliegt, ja, so mit den eigenen Gefühlen, die hat man dann überhaupt nicht mehr im Griff. Kam immer irgendwie so ein Lichtstrahl wieder durch. Und das ging immer wieder mit sehr viel Geduld immer so einen Schritt weiter. Deine Eltern sind ja nach Äthiopien zurückgegangen. Können sie dir noch eine Hilfe sein über diese Entfernung? Die pendeln. Die pendeln, sind nicht ganz zurückgegangen. Also die pendeln hin und her. Ja, natürlich. Die sind mir also eine Großhilfe. Meine Geschwister, mein Bruder, meine Schwester, meine Freunde. Ja. Hast du einen Vorsatz für 2019, was in diesem Jahr unbedingt von dir erlebt oder gemacht werden soll? Ich habe so Bock zu arbeiten. Also ich will einfach raus, ich will mich auseinandersetzen. Ich will künstlerisch mich auseinandersetzen. Ich glaube, ich habe da noch einen ganz anderen Blickwinkel gefunden. Und ich freue mich auf Begegnungen mit neuen Menschen, mit alten Bekannten. Und irgendwie stürze ich mich jetzt auch gerade echt ins Leben. Dann nimmst du dir das vor, was alle sich vornehmen sollten, Energie zu haben. Denn ja, die habe ich. Alles Gute für 2019. Danke, dass du da bist. Tom Belz, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Als ich deine Geschichte gehört habe, das gibt es doch überhaupt nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Für dich hat das vergangene Jahr 2018 was ganz Besonderes gebracht. Stichwort Energie oder sich was vornehmen, Disziplin. Du bist auf den Kilimandscharo. Das ist der höchste Berg Afrikas. Wie war es da oben? Kalt. Kalt und windig. Wir hatten minus 10 Grad und 65 Stunden Winde. Okay, das sind knapp 6000 Meter, ist dieser Berg hoch. Aber das Besondere daran, dass du da hoch gekraxelt bist, muss man schon sagen. Man kann sich vorstellen, wie anstrengend so ein Berg ist. Du hast nur ein Bein. Ich habe, ja, gut, dass du es sagst. Krücken da hoch. Ja. Mit Krücken einen Berg hoch, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, und trotzdem habe ich es mal probiert. Warum wolltest du das unbedingt? Ich wurde sozusagen 23 Jahre auf etwas reduziert, was meiner Meinung nach total nebensächlich sein sollte. Und dachte, ich stelle mich dann da oben einfach mal hin und tu allen Leuten, die mich von klein auf seit der Amputation mich bevormunden wollten und mich in Watte gepackt haben und mir Sachen gesagt haben, die vermeintlich nicht machbar wären, wollte ihnen einfach den Stinkefinger zeigen.
Du warst 8 Jahre alt, als dein Bein amputiert wurde. Ja. Ich habe mir überlegt, wenn ich Mutter wäre oder Vater, wie würde ich meinem Kind erklären, dass sein Bein abgenommen wird? Wie erkläre ich das einem Kind? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, wie es meine Mama gemacht hat. Ich habe keine Antwort auf die Frage. Meine Mama hat mich damals genommen und ist mit mir ins Zimmer gegangen. Und wir hatten schon vorab ganz, ganz viel rumexperimentiert, ob man noch vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Bein hätte behalten können. Aber der Krebs war so fortgeschritten. Und zwar so ein Knochenkrebs, Osteosarkom, genau. Und war so aggressiv, dass man einfach nichts mehr da hätte machen können. Und dann hat sie mich da mitgenommen ins Zimmer. Und dann waren wir da ganz alleine. Und in der Regel sind da immer noch 2, 3 andere Leute. Aber dann saßen wir da ganz alleine und dann hat sie es mir halt einfach straight rausgesagt. Ja. Und das erinnerst du sehr genau, wie ich feststelle. Und was ist in dir vorgegangen? Ich war unfassbar frustriert. Also und wütend und natürlich auch, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich sie hasse, aber das war wie ein Ventil in dem Moment, weil ich war nicht explizit auf sie sauer oder auf die Leute um mich herum, sondern es ging mir darum, dass mir schon so lange einfach Nadeln irgendwo reingestochen wurden. Ich habe einen Herzvenenkatheter bekommen, mir sind die Haare ausgefallen, ich hatte Nasenbluten, es sind so viele Dinge, die da mit eingehen, wenn du Chemotherapie bekommst, Morgenübelkeit, Abendübelkeit, eigentlich ist immer schlecht. Und dann hast du schon so viel gemacht, alles bringt nichts. So viel gelitten. Und so viel gelitten und dann muss das Bein dann trotzdem ab. Und es war so frustrierend, weil ich war halt ein Kind, da ist schon so, Mensch, da schöpft man Hoffnung, dass man einfach, man hat schon so viel mitgemacht, jetzt muss es doch wenigstens sich gelohnt haben. Aber nee, muss dann trotzdem ab. Hast du dich von dem Bein verabschiedet? Ja, hab ich. Woher weißt du das? Nee, ich frage mich. Ach so, ja, Ich habe eine Filmszene gesehen und ich glaube, das war irgendwas mit Solzhenitsyn, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Da bekam eine Frau eine Brust amputiert. Mhm. Sie hat sich von ihrer Brust verabschiedet. Deswegen kam ich auf diese Frage. Nee, habe ich tatsächlich. Ich habe mich an dem Morgen, als mir das Bein amputiert wurde, habe ich mich hingesetzt und habe mich unter die Bettdecke verkrochen und habe mit meinem Bein geredet und habe gesagt, dass es mir leid tut, dass ich ihm nicht helfen konnte. Ich habe mich entschuldigt dafür, dass so viel Prozedur über das Beinchen jetzt hier gehen musste und habe mich dann auch verabschiedet. Ja. Und wann hast du gesagt, oder beziehungsweise wann bist du in bestimmten Trotz gefallen nach dem Motto, jetzt erst recht? Jetzt will ich aber trotzdem alles machen, was andere Kinder auch machen, Sport, was weiß ich. Naja, also du musst dir vorstellen, die Gedanken waren ja trotzdem da. Also ich war zwar bis zu einem gewissen Punkt war ich das kranke Kind und dann kam dann die Amputation und dann auf einmal war ich ein behindertes Kind. Und ein krankes Kind behandelt man nochmal ganz anders als dann ein vermeintlich behindertes Kind. Ich wurde in Watte gepackt, mir wurden Dinge dann nicht mehr zugetraut. Ich durfte nicht mehr. Von ganz, ganz vielen, sei es jetzt von Freunden, von anfangs auch von Familie, von dann später hinaus dann von Freunden der Familie, Lehrer, Klassenkameraden. Ich war nicht mehr im Sportunterricht dann eine ganze Weile und das musste ich mir so ein bisschen zurückerkämpfen einfach. Du warst wütend. Ich habe mich gewundert, warum ich es nicht durfte, weil es in meiner Vorstellung doch schon längst da gewesen ist. Und und dann hat das halt alles so seinen Lauf genommen. Ich habe, zwar behindert, aber im Kopf war ich auch noch ganz klar. Ich war immer noch derselbe Junge wie vor der Amputation. Auch ich wollte halt nochmal auf die heiße Herdplatte fassen, wollte einfach mal gucken, wie das, ob es geht. Weil halt so viele Leute gesagt haben, es geht nicht. So, pass auf, du brauchst eine Prothese und Fahrradfahren und Rennen und dann, ja. Kann man mit? Darf ich kurz was fragen? Ja, klar. Hast du das ausgenutzt in irgendeiner Art und Weise, dass du in Watte gepackt wurdest? Also hast du das ausgenutzt in der Form, ich möchte dieses Spiel haben, so und so, kauf mir das? Nee, gar nicht. Also ich wollte wirklich einfach da weitermachen, wo es halt vermeintlich dann halt aufgehört hat. Ne? Also für mich hat sich grundlegend in meiner Vorstellung, in meinem Alltag eigentlich nichts verändert. Klar, das hat anfangs wehgetan, Schmerzen von Kopf bis Fuß, dann Phantomschmerzen und dann wieder dieses normale Sitzen, das normale Stehen, das normale Gehen. Das waren alles ganz, ganz viele Sachen, die ich wieder lernen musste. Aber ich habe dann gesehen, also sei es jetzt wirklich dann nur ein Schritt gewesen, ich wusste, da kommt dann der nächste Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und dann habe ich halt nicht aufgehört, bin einfach dann weitergelaufen. Und und dann sind auf einmal dann so Sachen entstanden wie Fußballspielen mit Krücken und Fahrradfahren ohne Prothese. Wie stelle ich mir das vor? Fußballspielen mit Krücken kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Naja, also ich habe... Wenn du mit halt dem einen Bein schießt, fällst du um. Quatsch, nein, ich habe schon eine ganz gute Balance eigentlich. Nur das Problem war einfach, mein größtes Handicap war da, wenn ich den Ball mit den Krücken berührt habe, dann habe ich eine gelbe Karte oder eine rote Karte bekommen, weil es ist eine Verlängerung der Hand. Ach. Ja, ja. Na klar. Aber ins Tor haben sie mich auch nicht gestellt. Das war auch irgendwie... War der falsche Sport. Ja, ja. Dann doch. Sport, ne? Dann also, doch. Vorteil nein, Handicap ja. Tom, das ist nicht ganz so einfach, du hast es durchgestanden, aber du bist mit 15 beispielsweise, bist du mal in eine Kinderkrebsklinik. Ja. Was wolltest du
erfahren oder was wolltest du geben? Ich, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das war so ein Bauchgefühl. Ich war da schon mal, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich weiß, wie der Umgang da ist und vielleicht kann ich ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise durch mein nicht mehr fehlendes Bein, vielleicht ist das ein Schlüssel, dass ich da irgendwie was bewegen kann. Und dann war ich auf derselben Kinderkrebsstation, also habe ein Praktikum da gemacht, wo ich selber dann ein paar Jahre vorher gelegen habe. Ist da der Entschluss gereift, Erzieher werden zu wollen? Da ist der Entschluss gereift, dass ich auf jeden Fall später hinaus mit Menschen arbeiten möchte. Und dass ich einfach gar nicht jetzt die Behinderung auch nicht in den Vordergrund drängen möchte. Ich möchte sagen, ich mache das jetzt darum, sondern ich mache das, weil ich einfach einen Spaß daran habe. Einfach mir das super viel Freude macht, wenn ich mit Leuten arbeite und einfach sehe, was da halt passiert. Was ja auch, du musst ja wahnsinnig sportlich sein. Das sieht man dir ja auch schon an. Du bist sehr dynamisch, sehr sportlich. Aber wie gesagt, das mit dem Kilimandscharo, es ist ja ein Dokufilm über dich da gemacht worden. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt und da hält man echt den Atem an. Ich habe als kleines Kind eine Menge König der Löwen gesehen. Also es ist auf jeden Fall was ganz anderes, zumal es halt auch kein Zeichentrick ist, sondern hier ist Realität und es ist auch Realität, dass ich beim Landeanflug den Kilimandscharo schon sehen konnte. Ich gehe jetzt zum Kili. Hakuna Matata. Alles nur mit einem Bein. Hakuna Matata. Hätte keiner von mir gedacht. Hakuna Matata. Geht's, Klaus? Nee. Ich hab's geschafft. Tom Bell. Dein Applaus. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, war da so ein bisschen so ein Tränchen dabei, als du da oben standst. Ne? Da sind einige Tränchen in letzter Zeit geflossen, ja. Gab es Situationen auf dem Weg, ich meine, man kann sich das, glaube ich, wirklich nur schwer vorstellen, es wird ja dann noch eisig und glatt und immer schwieriger und immer unwegsamer und immer kälter. Gab es Situationen, ich pack's nicht? Es gab der Gipfelanstieg, die letzten 1000 Meter. Das war, wie gesagt, es war sehr, sehr kalt. Wir haben ab 3 Uhr nachts, wir sind um 23.30 Uhr losgelaufen, sind um 3 Uhr sind wir dann irgendwo gewesen, wo es sehr, sehr kalt war. Und meine Muskeln wurden halt einfach kalt. Ich musste ständig in Bewegung bleiben und das warme Wasser ist dann ausgegangen natürlich bei Minusgraden. Und dann haben sich die Muskeln zugezogen und ich konnte die Krücken nicht mehr festhalten. Die sind mir teilweise aus den Händen gefallen und ich bin, weil ich auch so blöd war und keine Spikes an meinen Krücken habe. Ich meine, wer denkt schon an sowas? Und dann bin ich ständig nach links und rechts weggerutscht oder bin ins Eis eingebrochen, bin dann immer wieder hingefallen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und gesagt, ich pack das, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich pack das wirklich nicht. Das ist einfach, körperlich ist das gerade nicht mehr machbar. Und dann haben sich die Guides halt hingestellt und haben erstmal an mir rumgerubbelt und haben mich halt versucht, warm zu halten und haben dann, das war der Schlüsselmoment, und haben dann halt angefangen zu singen. Und dann... Die haben nicht gedacht, du hast eine Meise, sondern die haben dich wirklich unterstützt und haben dich wieder hingestellt, genau. Gesungen weiter im Text. Genau, die haben gesagt, jetzt bist du hier, jetzt machst du das. Du hast uns die ganze Zeit, die letzten 7 Tage hast du uns davon erzählt. Jetzt zeig's doch, jetzt mach's doch auch. Und es war, ja, es war halt dann einfach, in dem Moment musste ich meinen eigenen Schweinehund dann nochmal, musste ich mir nochmal vor Augen halten und musste dann sagen, so, ich zieh das jetzt durch. Und dann haben die Jungs sich bei mir eingehakt, damit ich halt wirklich dann auch gegebenenfalls nicht mehr hinfalle und wegrutsche, waren wirklich Press an mir dran und dann sind wir da hochgelaufen. Wie lange hast du gebraucht? Wir waren 8 Tage und dann war ich da oben am Gipfel. Krass. Es ist wirklich lustig, weil ich finde, du strahlst wie so ein kleiner Junge. Dankeschön. Ja, sozusagen wie damals, der Bewein hat, ja, ich kann auch Fußball spielen. Ich zeig's euch. Und es war fast ein bisschen absurd, weil, was wir eben gesehen haben, der eine sagte, boah, ich kann nicht mehr. Nicht. Kannst du noch? Nein, kann nicht mehr, ja. Das war Dr. Klaus Siegler. Ich glaube, das kann man jetzt ruhig sagen. Das war sozusagen dein Arzt, das war sogar dein Chirurg.
Nee, also er ist der Arzt gewesen, der mich damals therapiert hat. Er ist aber nicht der Arzt, der mir das Bein amputiert. Okay, aber also er war der ständig Arzt, da. Ja. Ja, mit seinen zwei Beinen hat er es nicht gepackt. Ja. Und der, den er damals behandelt hat, der zog mit seinen ollen Krücken an ihm vorbei. Ja. Ja. Das ist natürlich, war für ihn sicherlich kein bitterer Moment, weil er es dir am Herzen gegönnt hat. Ja. Aber vielleicht war es für dich trotzdem noch so ein ganz besonderer. Zu sagen, doch, ich kann sogar noch manchmal mehr. Absolut, absolut. Also letztendlich war, also es war gar nicht wichtig, dass ich, doch schon wichtig für mich irgendwie, dass ich oben ankomme, aber da ist so viel auf dieser Reise passiert, dass letztendlich der Weg das Ziel war. Und das habe ich Tag ein, Tag aus schon jeden Tag irgendwie ein Stück weit immer erreicht gehabt. Und wir sind da, also alles, was da oben passiert ist, ist ja noch viel mehr passiert als nur die Dokumentation. Da sind Freundschaften entstanden. Ich bin wirklich mit fremden Leuten da quasi gestartet und kam dann zurück mit ganz, ganz vielen Freunden. Wir waren ein ganz, ganz großes Team und auch mit den Guides habe ich bis zum heutigen Tag einfach noch ganz viel Kontakt. Und klar, der Klausi und ich, wir sind jetzt halt noch ein Stückchen näher aneinander gerückt. Ja. Na gut, jetzt hast du das 2018 erlebt und erledigt, in Anführungszeichen. Was kann jetzt noch kommen? Weißt du es jetzt ein für alle Mal, was du alles kannst? Oder gibt es noch ein Ziel, wo du sagst, das will ich aber jetzt auch noch packen? Da ist eigentlich, also da sind ganz, ganz viele Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe. Also sei es jetzt von Bungee-Springen, weil sie mich nicht gelassen haben, Fallschirm springen, Paragliden. Ich baue gerade aktuell mein Auto um, weil ich nächstes Jahr surfen gehen möchte. Vielleicht kannst du mir ein bisschen die Arme greifen. Ich habe gerade einen Segelschein gemacht, also Sportbootsführerschein. Guck mal hier, Wasserfeuerfrau. Genau. Ja, was hast du dir helfen? Ja, sechs Monate auf dem Segelschiff gelebt, tatsächlich. Ich habe den Atlantik überquert mit 16. Okay. Gut, also ich merke hier, ist schon einiges. Also, kannst du dich melden. Sehen wir uns nächstes Jahr in der Konstellation wieder. Ja? Aber das sind ja... Wir trainieren dann. Und was mache ich? Ich gebe dir einen Hund auf deine nächste Fahrt. Ja. Nimm ihn mit, doch. So, wir machen das wegen den Haaren, reden wir dann Also, wir ziehen alle den Hut, aber das sind so persönliche Ehrgeizdinge, die du gerade benannt hast. Ja? Aber eigentlich zeigt ja die Tatsache, dass du Erzieher geworden bist, dass du auch mit Menschen was machen willst. Das hast du ja eben auch gesagt, dass du denen was abgeben willst von deinem manchmal Übermut. Und der ist in dem Fall auch super gut. Tom Bells, klasse, dass du da bist. Vielen Dankeschön. Dank. Alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank. Das war zwar heute ein ganz normaler Kölner Treff, oder nicht normal, denn wir hatten einen Gast, der kam aus Afghanistan, zumindest damals als Junge. Wir haben einen Gast, der kam ursprünglich mit der Familie aus Äthiopien. Wir haben einen Gast, die kam, ohne Deutsch sprechen zu können, in die deutsche Wagner-Welt aus Großbritannien. Ich wünsche Ihnen alles Gutes 2019. Nächste Woche machen wir weiter, unter anderem mit Sven Plöger, Christine Urspruch kommt. Und ich freue mich schon auf nächsten Freitag. Aber jetzt trinken wir noch ein Glas miteinander. Toll, dass ihr da seid. Alles Gute für alle in diesem Jahr 2019. Vielen Dank. Happy New Year. Thank you.